In den 60er und 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts lebt ein Kirchenmusiker in Quedlinburg, DDR. Seinen Job als Organist hat er verloren und so konzentriert er sich aufs Komponieren. Er ist als Komponist Autodidakt und die Orientierung darüber, was Musik sein kann, holt er sich aus dem Westradio. Er schreibt 2 Symphonien und über 100 Lieder, die nicht aufgeführt werden, aber immer weitere Kompositionen entstehen und bilden ein Werk, das an Kraft und Ausstrahlung seinesgleichen sucht und charakteristische Eigenschaften ausbildet, die es gestatten, sie seine Musik zu nennen. Es ist eine von Ausdruck bebende Welt eng umgrenzter Stilistik, ein faszinierender Spin-off einer als Einheit betrachteten Avantgarde. Hier erweist einer der Freiheit des Geistes Reverenz, der Einmauerung und Benachteiligung als Grundbedingung seiner kreativen Existenz annimmt und sich jeglicher Einrede und Einvernahme widersetzt. Sein Name ist Christfried Schmidt. Das Klavierkonzert stammt von 1969 und es ist schwer zu begreifen, woher nicht nur die Verwegenheit, sondern auch die Kunstfertigkeit im Umgang mit dem Orchester kommt. Das Orchester erfährt eine beständige Umformatierung und immer wieder, wie eine Schattenlinie in der Malerei, ziehen sich unendliche, ausdrucksvolle, bindungslose Melodien durch das Gewirr. Geboren,
Zwei Monate vor Ausbruch des Dritten Reichs und somit aufgewachsen in einer kranken Gesellschaft, in der ein Leben nur durch Rückzug in die begrenzten Freiheiten der eigenen Räume möglich war, hat sich Christfried Schmidt nie anders denn als Außenseiter und Quereinsteiger wahrgenommen und geäußert. Nachteile hat er sich eingehandelt, indem er zum Beispiel darauf verzichtete, ein reguläres Kompositionsstudium anzustreben. Wenn Sie von wem auch immer, jetzt bleiben wir mal bei den deutschen Komponisten, ob aus dem Westen oder aus dem Osten, wenn Sie in einer Kurzfassung dessen Biografie vorgesetzt bekommen, da steht irgendwann da oder gleich am Anfang, der war auf der Hochschule, in der Regel waren die alle auf der Hochschule, haben Komposition studiert, bei dem und dem Professor. Und dann waren die meisten, jedenfalls meine Ostkollegen, das ist im Westen wahrscheinlich nicht viel anders gewesen, da steht dann klipp und klar da, bei welchem Professor sie dann eben noch Meisterschüler waren. Bitteschön, ich war auf einer Hochschule für Musik. Aber ich habe da Kirchenmusik studiert. Und Meisterschüler war ich auch nicht. Da haben wir natürlich Tonsatz bekommen. Das hat jeder Dirigent, jeder Kirchenmusiker bekommen. Ich meine, wenn die nur alle solche Komponisten wie ich gewähren, das wäre ja schön. Die haben eventuell alle auch mal komponiert. Aber ich meine, ist doch lachhaft. Also insofern lege ich immer Wert drauf, wie es ist. Und das sind einfach ganz schlichte Fakten. Er bekennt sich ausdrücklich zu seinem Autodidaktismus. Als Komponist nicht Komposition studiert zu haben, bedeutet nicht, weniger Kenntnisse und Fertigkeiten zu besitzen, sondern nur, nicht in der üblichen Weise in den zeitgenössischen Diskurs eingeführt worden zu sein und sich auf seinen eigenen Kopf verlassen zu müssen. Also ich lebte in der Provinz und Noten gab es sowieso nicht. Und der Kontakt zu solchen Leuten war ja dann auch schwieriger. Ich meine, überhaupt an die Noten ranzukommen. Aber ich bin ganz ehrlich, ich sage immer ganz pauschal, meine musikalische Bildung, die ich mir als Komponist erworben habe, das war Punkt 1 erstmal das Radio. Die Nachtprogramme vom Norddeutschen Rundfunk, die habe ich mir schon als Oberschüler angehört. Natürlich noch nicht mit der Absicht, Komponist zu werden, weil mich das interessiert hat. Obwohl ich natürlich damals auch gedacht habe, was, Weber und Schönbeck, wie klingt denn das? Völlig klar. Aber ich meine, ich habe mich eben dafür interessiert. Und dann, ganz wichtig, die Warschauer Herbst. Ich bin 68 das erste Mal zum Warschauer Herbst gefahren. Ich, der Liebhaber und Kirchenmusiker, ja. Ich wurde ja auch immer noch von manchen als Kirchenmusiker apostrophiert, da hatte ich schon von Ihnen geschrieben. Ich war Kirchenmusiker in Forst-Lauditz. Ich habe in Görlitz Kirchenmusik auf B-Prüfung gemacht und dann war ich auf der Leipziger Hochschule und habe A-Prüfung gemacht. So. Ich habe 8 Jahre Kirchenmusik studiert und jetzt kommt's. Und war im Ganzen knapp 2 Jahre im Kirchenamt als Kantor. Ja. Und da war es dann so gewesen, weil die Pfaffendorf, das war vor allem der Superintendent da in Forst-Lauditz, der hackte so auf mir rum, dass ich gekündigt habe. Ich meine, mir war doch völlig klar, es war schwierig genug, überhaupt eine Stelle zu bekommen. Das war auch keine A-Stelle, es war eine B-Stelle. Ja. Aber es war eine sehr gute Orgel, eine Eule-Orgel, dreimal eine Eule. So, ich habe dann gekündigt, ich habe mich beworben, überall Absagen. Und da saß ich nur schön in Forst rum, ja, und wusste nicht, was ich machen sollte. Und jetzt sage ich etwas ironisch, was habe ich gemacht? Ich habe angefangen zu komponieren aus Langeweile, Lieder. Im Ganzen, so in dieser frühen Phase von 62 bis 64, habe ich ca. 100 Lieder komponiert. Aber dann so ab 64 kamen dann schon die ersten instrumentalen Kammermusik dazu. Aus dem Leben eines Quereinsteigers. Ich möchte meine damalige Komponistenkarriere stichwortartig aufzählen. Seit 1964 Gast, seit 1968 Kandidat und schon seit 1971 Vollmitglied beim Komponistenverband Halle. In diesem Jahr errang ich, der im Ländli gar nicht gespielt wurde, meinen ersten Komponistenpreis in Nürnberg für Psalm 21. Die erste Uraufführung war aber schon 1970 in Tokio, die Petite Suite. Dort folgten noch 2 weitere Uraufführungen. Ich fuhr dessen ungeachtet mit dem Bus weiterhin wöchentlich auf 3 Dörfer, um Klavierunterricht abzuhalten und 2 Chöre zu leiten. Diese eher externe Komponistenkarriere erregte die Aufmerksamkeit der Staatssicherheit. Der Schmidt hat eine feindlich-negative Grundeinstellung zu unserer sozialistischen Gesellschaftsordnung. Er unterhält postalische Verbindungen ins kapitalistische Ausland.
Alle bisher von Schmidt, Christfried unternommenen Aktivitäten zur Ausreise ins nichtsozialistische Ausland NSA wurden unsererseits durch die Ablehnung der Ausreiseanträge verhindert. Insgesamt ist zur Person des Schmidt einzuschätzen, dass er sich nicht mit den gesellschaftlichen Verhältnissen der DDR identifiziert und nicht die Gewähr der Rückkehr von einer Ausreise in das nichtsozialistische Ausland bietet. Weder die so geschaffene Distanz zum lokalen künstlerischen Soziotop noch die Verhinderung, in die ihm künstlerisch näher liegende westdeutsche Szene einzusteigen, brachte ihn zum Verstummen. Und aus Briefen an die entsprechenden Ministerien, zum Beispiel 1976 an den Rat des Bezirks Halle, klingt es so. Ich möchte Sie bitten, mir den Paragraphen im DDR-Gesetz zu nennen, der mir als Komponist verbietet, mich an internationalen Wettbewerben zu beteiligen. Ich fürchte, Sie werden es nicht können. Im Berliner Kulturministerium hat man mir einen diesbezüglichen Paragraphen auch nicht nennen können. Aus Psalm 21, nach einem Text von Ernesto Cardinal, lange bevor dieser Dichter in der DDR von Staats wegen bewundert wurde, uraufgeführt 1971 in Nürnberg. Anders als zu erwarten wäre, ist Schmidts Musik, die gewissermaßen außerhalb des institutionalisierten Musikbetriebs entstand, weit davon entfernt, naiv zu sein. Er nennt es zwar selber nicht Konzept, aber seine Distanz zu etablierten künstlerischen Formen, sei sie auch in den Lebensumständen begründet, hat Methode und hat sich überaus produktiv ausgewirkt. Schmidt lag überquer mit dem Musikleben der DDR und die neue Musik aus dem Westen, insbesondere der Serialismus, weckte seinen Widerspruch. Seine Orchestermusik 1 von 1985, mithin seine dritte Sinfonie, die so zu nennen keinen Sinn mehr hatte, beginnt mit einem Erwachen im Dunkeln, einem klanglichen Herumtasten, einem Urnebel, ähnlich wie bei Bruckner und Beethovens Neunter. Eine Art Geländer in Form etwa eines Themas will sich nicht zeigen, sondern wird ersetzt von seiner Reihentechnik. Thank you.
Ich habe also nicht wie Schönberg und so weiter oder Webern durch alle drei Sätze durch und so weiter immer eine Zwölftonreihe genommen. Und dann habe ich immer, ich nenne das Variantenreihen. Diese eine Reihe, die in der Regel ist die am Anfang da und die kommt auch irgendwann mal wieder. Aber dann variiere ich diese Reihe, das kann eine Zwölftonreihe sein, das kann aber auch eine Neuntonreihe sein. Je nach wie Pfarrer Assmann, ja. Da können aus der Zwölftonreihe meinetwegen auf einmal 18 oder 25 Töne da sein. Und die werden dann auch durchgeführt. Und das mache ich eigentlich, würde ich so lang sagen, seit den 70er Jahren. Matthias Hansen schreibt über Schmidts Orchestermusik 1. Üppige Klanglichkeit im Bunde mit ausgreifender polyphoner Stimmgestaltung führt gewissermaßen zu Durchführung in Permanenz, innerhalb derer die Wegmarkierungen der Form verschwimmen. Solch Durchführungscharakter hat allerdings einige Tradition, etwa seit Mahler, 3. und 6. Sinfonie und vor allem seit Alban Berg, dessen Orchesterstücke Opus 6 vielleicht ein unmittelbares Vorbild für Christfried Schmidt sein mögen. Theodor W. Adorno bezeichnete eine zentrale und zugleich am meisten befremdende Eigenheit von Bergs musikalischer Sprache als Gewusel, die verwirrende, da ungebändigt, unberechenbar und deshalb unentwirrbar scheinende, den guten Geschmack verletzende stimmliche Verschlungenheit des Erklingenden. Solches Gewusel beherrscht die Ecksätze der Orchestermusik fast zur Gänze. Hansens Analogie, so zutreffend sie äußerlich sein mag, geht davon aus, dass sich Schmidt wie die meisten anderen Komponisten in einem Geflecht stilistischer, methodischer oder inhaltlicher Bezüge innerhalb der neuen Musik bewegt. Das ist jedoch nicht der Fall. Diese Vielschichtigkeit, das kommt bestimmt aus meinem Herkommen, meinem Kirchenmusikherrscher. Vom Bach ist ja völlig klar. Ich habe doch nie in meinem Leben je eine strenge Fuge geschrieben. Aber ich meine, Polyphon habe ich durchaus geschrieben, ja.
Schmidts Musik bezieht sich vor allem auf sich selbst, nicht auf andere. Dem Musikkritiker Jürgen Otten, der Schmidts Konzert zum 65. Geburtstag einfach nicht interessant fand, mag genau dies gefehlt haben. Wer die neue Musik als Kriegsschauplatz der Ideologien betrachtet, wird den daran nicht teilnehmenden Schmidt einfach nicht interessant finden können. Schmidt ist ein Externer, ein wahrer Außenseiter, der zwar den George Ligeti der 60er Jahre und Bernd Alois Zimmermann hochschätzt, sich selber aber lieber mit dem Symphoniker Karl Amadeus Hartmann vergleicht, mit dem ihn stilistisch gar nichts verbindet. Wer aber Schmidts Musik als Phänomen betrachtet, als Kunst, deren Regeln ganz aus ihr selbst bzw. dem autonomen Denken und Handeln ihres Autors zu beschreiben ist, wird sich an ihr abarbeiten oder sie als ästhetischen Partner annehmen können. Schmidts Austausch mit der Gegenwartsmusik beschränkte sich auf Übernahme von Anregungen, die er aber stets mit spitzen Fingern anfasste. Selbst bedeutendste Erfindungen oder Methoden waren für ihn allenfalls eine Brückentechnologie. Zwischen 1968 und 1978 ist er fast jedes Jahr zum Warschauer Herbst gefahren, auf eigene Kosten, während berühmtere Kollegen vom Kulturministerium geschickt wurden. Ich hatte auch so ein bisschen lockeren Kontakt. Ich meine, ich habe Lutoslawski kennengelernt, aber am meisten den Serotzki, ja, habe ich in Erinnerung. Ja. Und der Penderecki, das, was der gemacht hat, das findet man da in den frühen Partituren auch, diese Aleatorik. Die Aleatorik bei Lutoslawski war ein bisschen anders. Die habe ich nicht so verwandt. Ich bin ehrlich, das war mehr so diese Penderecki'sche Masche auf Deutsch gesagt, ja. Aber auch nicht so sehr lange. Ich bin dann abgekommen. Und wissen Sie warum? Als ich nun endlich gespielt wurde, die Schwierigkeiten, die die Musiker hatten, das umzusetzen. Und da habe ich das, hab doch teilweise dirigieren müssen und so weiter. Und da habe ich doch gemerkt, was ich da für Schwierigkeiten habe mit sowas. Da habe ich gedacht, Mensch, hör bloß auf damit, mach's lieber wieder metrisch. Das mischt sich ein bisschen, ja. Genauso wie die Zwölftontechnik. Ja, natürlich bin ich Zwölftöner von Hause aus, ja. Aber ich habe die nie streng angewandt. Die strenge Zwölftontechnik, von Schönberg angefangen, aber auch von seinen späteren Jüngern und Schülern und so weiter, hat mir nicht zugesagt. Alban Berg, ja, der hat ja keine geschrieben. Bitte schön, muss ich Ihnen doch nicht erzählen. Eine solch distanzierte Haltung zur Avantgarde mündet meistens in konventionellen Formen, die sich mit einer vermeintlichen Hörerwartung rechtfertigen, wie bei Avo Pärt oder Ladislav Kubkovic. Nicht so bei Schmidt. Selbst ein rigoroser Wechsel der Kompositionsmethoden, die Abkehr von der Aleatorik zum Beispiel, ändert nicht die Aggressivität des Ausdrucks und die Komplexität der Faktur. Und schon gar nicht seine musikalische Staatenlosigkeit. Als im Februar 1991 bei der ersten Berliner Musikbiennale, zu der Westberliner ungehinderten Zugang hatten, Christfried Schmidts Violinkonzert von 1973 uraufgeführt wurde, war die Verwunderung groß. Nicht nur erschien es unfassbar, dass dieses schillernde Stück neuer Musik, welches durchaus rücksichtslose Herausforderungen an die Wahrnehmung bot, von einem sich auch in seiner Erscheinung mit schlohweißer Mähne und wehendem Bart gebenden Provinzkomponisten zustande gebracht worden war, sondern auch noch aus der Zeit stammte, in der sich in England die New Complexity Brian Ferneyhough artikulierte. Das in allen Stimmen äußerst virtuose Stück erschien frisch, neuartig und wies überdies keine Spur von sozialistisch-realistischer oder sonstiger Weltanschauung auf. Aber in diesem Konzert direkt vor Helmut Lachenmanns verwinkelt konstruierter Tanzsuite mit Deutschlandlied gespielt, frappierte es als Musik, die sich auf nichts als auf sich selbst zu beziehen schien. Bei aller Komplexität im Instrumentalen ist Schmidts Werk unkompliziert. Erwin Aditi, Geige, mit dem Rundfunksymphonieorchester Berlin unter Olaf Hensoldt.
Wiederum entwickelt sich die Musik organisch. Niemals hat man den Eindruck, ein Reglement errichte Mauern oder erzwinge ein Abschreiten aller Möglichkeiten. Der Raum erscheint offen und die musikalische Intuition agiert frei. Eine Intuition allerdings, die nicht kompakt erzählerisch vorgeht, sondern den Instrumenten und Instrumentengruppen Rollen in einer freien Interaktion zuweist. Es erscheint wie ein hochkultiviertes Call and Response, wie in einem großbesetzten Free-Jazz-Zusammenhang, an den Schmidt natürlich gar nicht gedacht hat. Die Musik hangelt sich von einem Zustand in den nächsten. Auf die Spontanität und die emotionale Wirkung seiner Musik angesprochen, und wie die meisten Eigenschaften findet man auch diese im gesamten Schaffen, antwortet Schmidt 1984 in einem Interview mit Georg Friedrich Kühn in Musiktexte. Ich glaube, dass ich ähnlich wie meine Kollegen beim Arbeiten denke und dass ich mir genau überlege, was ich hinschreibe und ehe ich es hinschreibe. Und also, insofern, ich glaube, mit dem Spontanmusiker, da täuschen sich die Hörer. Es ist nämlich folgender Prozess. Wahrscheinlich. Ich könnte das an den Noten nachweisen, die sind strukturiert. Aber letztlich sind da auch intuitive Dinge drin, Gott sei Dank. Und wenn dann der Hörer emotional angesprochen wird, dann liegt das nach meiner Meinung an der Dramaturgie, den Kontrastwirkungen. Das zusammengenommen ergibt dann eben beim Hörer emotionale Eindrücke. Das wirkt dann vielleicht auch spontan. Spontan hingeschrieben ist es keineswegs. Das Violinkonzert wird zum Sammelbecken vielfältigen und gegensätzlichen Ausdrucks. Kleingliedrig im Format sind die sieben Abschnitte organisch miteinander verwoben, eine konventionelle Satzfolge ist aufgelöst. Keineswegs will Schmidt eine Vision vermitteln, jedoch könnte man darin, dass sich alles gegenseitig kommentiert und die Geige darin allenfalls primus inter pares ist, die vom Orchester kommentiert und kritisiert wird, das Ideal einer offenen Gesellschaft erkennen. Ich bitte Sie, wenn ich ein Violinkonzert schreibe, muss es doch auch sein. Also wenn Sie an die normale Barockmusik denken, daran denkt man natürlich, wenn man Concerto Grosso sagt, ja, da ist das natürlich so einfach und simpel, ja, wie Sie das beschreiben. Ja, dass ich natürlich so einfach und simpel 1973 nicht mehr komponieren kann, das ist ja wohl auch klar. So würde ich das interpretieren. In seinem Arbeitszimmer hängen einige Gemälde, die Schmidt in der Zeit seiner sogenannten Arbeitslosigkeit um 1965 herum gemalt hat. Und sie bringen den Betrachter unweigerlich zu einem westdeutschen Kunstbegriff, das informell auch abstrakter Expressionismus genannt. Westdeutsche Maler wie Fred Thieler, Wolz oder Karl Otto Goetz haben ihn geprägt und die freie Gestik dort ähnelt in verblüffender Weise Schmidts kurzzeitiger Malerei wie seiner Musik. Wenn Sie sich hier umgucken. Diese Bilder sind alle von mir. Das ist mein Größtes, was ich hier gemacht habe und völlig abstrakt. Ja? Abstrakt in dem Sinne, dass ich nichts erkennen kann. Es ist nichts bezeichnet. Aber die Art und Weise, das fühle ich nach. Ich meine, das ist expressiv. Und wissen Sie, da habe ich eindeutig gelernt, obwohl es nicht so aussieht, aber das gelernt von Jackson Pollock. Den habe ich immer geschätzt. Ja? Bin ich ehrlich. Ja? Ich habe ja ein halbes Jahr ungefähr gemalt, dann habe ich
die Pinsel hingelegt und nie mehr einen Pinsel angehabt. Das war vor ungefähr 40 Jahren. 65, so ein Bild hier, ja. Wenn ich das gezeigt hätte, hätten aber einige die Nase gerümpft vom Verband Bildender Künstler. Das Violinkonzert, neuentdeckte informelle Musik des in der DDR isoliert lebenden Christfried Schmidt, war noch ohne Auftrag geschrieben und schmorte 18 Jahre in der Schublade. Während die ersten Uraufführungen Anfang der 70er Jahre im nichtsozialistischen Ausland, vor allem Japan und Westdeutschland, stattfanden und Schmidt dort sogar mit Kompositionspreisen ausgezeichnet wurde, beschränkte sich die besondere Aufmerksamkeit der DDR vor allem auf die Verweigerung der Ausreisegenehmigungen. Das heißt, dass er vor 1973, als sein Klavierkonzert im Rundfunk produziert wurde, keine Erfahrungen mit Interpreten sammeln konnte. Eine groteske Situation. Interpreten wurden jedoch sehr wichtig für ihn, einerseits, weil ihre Schwierigkeiten und ihr Widerstand Schmidt dazu brachten, seinen Kompositionsstil zu mäßigen, andererseits, mit den Solisten als echten Partnern bei der Komposition. Es ist ein Fehlschluss, anhand der blitzblanken Aufnahmen, zum Beispiel des Klavierkonzerts, zu vermuten, dass diese Musik bequem zu spielen sei. Dass das bei Ihnen jetzt so ankommt, das glaube ich. Das ist ja alles zusammengestückelt worden. Was denken Sie, wie, was das für Schwierigkeiten waren? Die Musiker haben sowieso gemobbt. Und das war nur noch, Gott sei Dank, das Rundfunksinfonieorchester Leipzig. Das war das Orchester für neue Musik in der DDR. Warum? Weil Herr Kegel das mal dirigiert hat. Kegel hat aber, der hat sich im Traum dran gedacht, Schmidt zu dirigieren. Das hat der Neumann gemacht, der war Chorleiter. Also nur Scherereien gehabt und die waren nahe dran, das hinzuschmeißen da. Vom Dirigenten angefangen mit den Musikern, aber das ist bei Rundfunkaufnahmen nicht so selten. Aber ich meine, es ist insofern krass, weil das war mein erstes Beisein bei einer Rundfunkproduktion, ja. Und das war gleich so ein Dilemma, ja. Das Oboenkonzert mit seinem unvergleichlich aggressiven Auftakt ist mit und für den Solisten Burkhard Glätzner geschrieben. Thank you.
ist natürlich nur denkbar gewesen, so ein Stück zu schreiben für so einen guten Mann wie den Glätzner. Den kannte ich von der Eisler-Gruppe her. Und weil ich natürlich wusste, dass das ein guter Mann ist, habe ich gedacht, dem kannst du auch Dinge zumuten. Und mit dieser Zumutbarkeit für sein technisches Können, da mag das reingekommen sein, was sie unter aggressiv formulieren. Ja, aber ich meine, das klingt ganz still aus, hör ich meinen zweiten Satz an. Die aufmerksame Zusammenarbeit mit Solisten erweitert das Material der Komposition, zum Beispiel Mikrointervallik, benutzt im Sinne gesteigerter Dissonanz. Mikrointervalle, ja, natürlich, sowas habe ich gemacht. Ja, weil der das kann, das haben wir ja vorher besprochen. Den Zettel habe ich noch hier, ja, wo mir der hier drauf geschrieben hat, das darfst du machen, das darfst du machen, das kann ich, das kann ich. Und das habe ich, je nach Gusto natürlich, habe ich das mit reingebracht, ja. Aber das sind ja technische Dinge für die Oboe, die allein machen ja ein Stück nicht gut. Das hat damals großen Eindruck gemacht bei den Kennern. Die waren sehr angetan und die anderen waren hilflos. Christfried Schmidt arbeitet in all seinen Werken an einer Musik, die sich gewissermaßen in verschiedene Situationen und instrumentale Besetzungen einnistet. Gewisse hervorstechende Eigenschaften, die über die Jahrzehnte konstant bleiben, zum Beispiel die Neigung zu atemlos heftigen Bewegungen, dominieren zwar bei der ersten Begegnung, werden aber durchsichtig bei längerer Betrachtung und lassen dann eine Sensibilisierung auf die Prozesse im Innern zu. Lange bevor George Ligeti begann, von fraktalen Strukturen in seiner Musik zu sprechen, hat Christfried Schmidt seinen eigenen fraktalen Klangraum errichtet. Schmidt, der zum Vorwurf einer äußerlichen stilistischen Uniformität nur lakonisch meint, er erkenne ja schließlich auch ein ihm unbekanntes Stück von Brahms sogleich, ist ein Künstler, der Zeit seines Lebens zu seinem radikalen Konzept steht. Vergleichbar mit vielen Jazzmusikern wie dem stets con fuoco agierenden Free-Jazz-Pianisten Cecil Taylor, manchen Malern wie Roman Opalka mit seinem lebenslangen Projekt immer blasser werdender Zahlenbilder oder auch mit einem Komponisten wie Morton Feldman, der damit zitiert wird, für ihn sei eine Komposition vollendet, wenn die Wahl der Instrumente getroffen sei. Das Interessante an Schmidts Musik, das, was die Aufmerksamkeit wachhält, ist einerseits das Individuelle im Verhalten seiner Akteure, der Instrumente, und die nicht zu beantwortende Frage, woher die Energie kommt, die der Ruhelosigkeit der Elementarteilchen ähnelt.
Die Reaktion der Musikwelt auf Schmidt, dessen Außenseiterrolle in der Nachwendezeit eher noch mehr festgeklopft wurde, hat wenig Bedeutung für sein Schaffen gehabt. Nur mit seinem berühmtesten Werk, das als sein Paradestück gilt, der Munk-Musik von 1980, scheint er die Hand zur klassischen Rezeptionshaltung auszustrecken. Die 7 musikalischen Skizzen nach Grafiken Edvard Munks verzichten auf die überbordende Polyphonie der anderen Werke, beziehen Motive aus Wagners Tristan ein und zielen auf eine klare Unterscheidbarkeit. Das ist mir klar. Das hängt natürlich schlicht damit zusammen, dass es eine Programmmusik ist. Und weil Programm da ist, hat ein Hörer erstmal schon einen Anhaltspunkt. Bitte schön, Bilder einer Ausstellung. Ja, auch wenn ich die Bilder nicht kenne, man hat dann schon Anhaltspunkt, nicht wahr? Und assoziiert dann musikalisch bestimmte Dinge. Und das gebe ich natürlich zu. Ich habe natürlich auch in der musikalischen Gestaltung dieser unterschiedlichen Bilder versucht, unterschiedlich umzusetzen. Ja, das wäre ja langweilig. Ja. Und das kommt in der Regel eben beim Hörer, der meinetwegen mit einer Orchestermusik 1 bestimmt noch Schwierigkeiten hätte. Ja. Das kommt dann eher an und deswegen Paradestück, so war das gemeint. Schmidt betont, dass anders als sonst dem ganzen Werk nur eine einzige 12-Tonreihe zugrunde liegt, deren Möglichkeiten er mit seiner Variantenmethode vervielfacht hat. Munk-Musik, letzter Satz, der Kuss mit dem Rundfunksymphonieorchester Leipzig und der Christian Kluttig. Vielleicht durch die Munk-Musik, durch den Umzug nach Berlin oder einfach durch seine Beharrlichkeit bescherten die 80er Jahre Schmidt einige bescheidene Erfolge und Auftragswerke für Kammermusik und Orchesterwerke. Für Schmidt, der wegen der fortgesetzten Drangsalierung durch die Stasi und die, wenn überhaupt, stets nur unter schweren Schikanen gestatteten Auslandsreisen die Wende 1989 begrüßte, endete diese bescheidene Glückssträhne mit der Wiedervereinigung. Seine Oper »Das Herz« nach Heinrich Mann blieb unaufgeführt. Die 3. und 4. Orchestermusik ebenfalls. Und von der 5., einem monumentalen, abendfüllenden Werk mit dem Titel »Memento«, dessen 2. Teil ein Oratorium mit Solisten und Chor ist und die Gräuel des 20. Jahrhunderts auftürmt, wurde bisher nur der 1. orchestrale Teil aufgeführt. Seither hält er auch im hohen Alter die brillante Schärfe und Aggressivität vor allem in sporadisch aufgeführter Kammermusik am Klingen, wie hier mit Pièce de Flûte von 2006 mit Klaus Schöpp Flöte. In der Orchestermusik 5 lädt er seinen ohnehin stets als emotional bezeichneten Stil mit einer äußerst pessimistischen, gewaltbeherrschten Weltsicht auf. Ja, es ist expressive, nicht konzeptuelle Musik. Und doch wendet sie sich nach innen, spielt ihre Dramaturgie der einander antwortenden Kontraste fort und lässt den Hörer nicht an der Fassade des Tumults stehen, sondern zieht ihn hinein,
wo sein scheinbar spontanes Komponieren ein multifokales Spannungsfeld schafft, ein musikalisches All-Over, das nicht mehr nur den geneigten Hörer neuer Musik anspricht, sondern den wahrnehmenden Menschen. Orchestermusik 5, Memento, 1999, mit dem Sinfonieorchester des Mitteldeutschen Rundfunks unter Fabio Luigi.